Epische Klangwelten seit 18 Jahren. Schiller wird volljährig. Weltweit ausgezeichnet mit 12-mal Gold und 5-mal Platin. Schiller komponiert neues Album Atemlos auf dem Forschungsschiff Polarstern. Sehnsucht steigt auf Platz 1 der Albumcharts ein. Xavier Naidoo singt Titelsong. Schiller Live 2016 ist die erfolgreichste Schiller-Tour aller Zeiten. Musikalische Zusammenarbeit mit Tubular Bells-Ikone Mike Oldfield. Schillers aufsehenerregende TV-Performance für Vorentscheid zum Eurovision Song Contest. Schillers Future zum 5. Mal von 0 auf 1 in den deutschen Album. Charts. Premiere. Schiller tritt als erster Elektronikkünstler in der ehrwürdigen Berliner Philharmonie auf. Schiller erhält den deutschen Schallplattenpreis Echo. Hongkong. Schiller dreht sein neues Video in 35mm CinemaScope. Schiller beschert der 1898 gegründeten Plattenfirma Deutsche Grammophon ihr erstes Nummer-1-Album. Schiller ist Special Guest beim Abschlusskonzert der Welttournee von Depeche Mode. Zusammenarbeit mit Schauspielerlegende Ben Becker. Sonne schießt von 0 auf 1 der Albumcharts. Titelsong gesungen von Unheilig. Elektronik meets Klassik. Schiller arbeitet mit Ausnahmesopranistin Anna Netrebko. 6 Wochen unterwegs nach Indien. Schiller fährt mit dem Auto von Berlin nach Kalkutta. Schauspielikone Sharon Stone schreibt emotionalen Songtext für Schillers Album Future. Weltreise ist seit 4 Wochen auf Platz 1 der deutschen Albumcharts. Zusammenarbeit in Berlin. Schiller im Studio mit Schauspielerin Anna-Maria Mühe. Schillers Symphonia ist das erfolgreichste deutsche Klassik-Live-Album. Musikalische Zusammenarbeit mit Singer-Songwriter Colby Kaye. Schiller im Studio mit Jackie Liebezeit. Schlagzeuger von Krautrock-Legende Can. Schiller produziert Remix für Rammstein. Schiller spielt Open-Air-Konzert mit großem Symphonieorchester. Zeitreise. Schiller veröffentlicht seine erste Hitkopplung. Zeitreise live. Der neue Konzertfilm erscheint. 18 Jahre Schiller. Volljährig und voller Tatendrang.